Was soll man auch sagen nach so einer Klatsche? 1:6 gegen Real Madrid. Die Schalker ringen um Worte, vorgeführt von den Königlichen. Riesen Klassenunterschied gesehen, uns wurden unsere Grenzen aufgezeigt. Und ja, das muss man jetzt einfach so schlucken und runterschlucken und verdauen ganz schnell. Es geht weiter. Dass wir keine Party gefeiert haben, liegt, glaube ich, auf der Hand. Natürlich ist die Enttäuschung auch jedem ins Gesicht geschrieben und natürlich auch ein bisschen Ärger und Wut dabei, dass man auch in der Höhe letzten Endes verliert, ist schon bitter, natürlich für jeden Einzelnen, das weiß auch jeder. Die Erklärung eigentlich ganz simpel. Real in absoluter Topform, Schalke viel zu fehleranfällig und irgendwann am Boden. Ein 90-minütiger Albtraum, gerade für die Verteidiger. Champions League ist eine Kompetition da, wo man keinen Fehler machen kann. Also, und trotzdem, wenn du Chancen nach vorne musst du machen, haben wir dann nicht gemacht. Und hinten haben wir ein paar kurz Platz gegeben. Und wenn du gegen eine bessere Welt spielst, kannst du gar keine Chance zu geben. Gerade die ersten beiden Tore, das waren, hätte man definitiv verhindern können. Das wird halt dann bei so einer Mannschaft bestraft. In der Bundesliga, vielleicht nicht gegen jeden Gegner, wird das dann sofort bestraft. Aber auf dem Niveau wird es bestraft und das halt gnadenlos. Und so kann man dann natürlich halt auch, hat man keine Chance. Wir haben anfangs mutig dagegen gehalten. Irgendwann sind die Köpfe mit Sicherheit nach unten gegangen. Ist ja ganz klar bei einem Stand von 0:4, 0:5. Dass wir da nicht noch großartig vor Selbstvertrauen strotzen, ist glaube ich, selbstverständlich. Das Rückspiel damit nur noch 90-minütige Pflichterfüllung für Königsblau. Wenn man sieht, was wir gelaufen sind, dann haben wir schon probiert, aber wir sind nicht gemeinsam. Ja? Wir sind nicht in der Ordnung gemeinsam marschiert, sondern jeder hat zwar Wege gemacht, aber wie gesagt nicht im Verbund. Und ja, wir haben eine sehr junge Mannschaft auf dem Platz gehabt und ich glaube, dass sie viele Lernen aus dem Spiel mitnehmen. Viel Zeit bleibt nicht bis zum nächsten Spiel gegen einen ganz großen Gegner. Am Samstag geht's nach München.